Liebe Frauen, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir, das sind unser Diözesanpräses Roland Schmitz und Marlies Mehrmeier, KfD-Diözesanvorsitzende. Dies ist mal eine ganz neue Art und Weise, um Sie willkommen zu heißen. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, in alle 700 KfD-Gemeinschaften unserer Diözese zu gehen. Und deswegen haben wir gedacht, wir probieren mal diese neue Art und Weise, so können Sie uns auch sehen und hören. Frauen geben Kirche Zukunft. So heißt unser neues Positionspapier, das wir mit vielen Delegierten bei der Bundesversammlung 2011 beschlossen haben. Mit diesem Papier wollen wir uns aktiv in die Kirche einbringen, wollen kirchliches Leben mitgestalten. Das ist das eine. Das andere ist, dass uns aufgefallen ist, dass es brennende Themen gibt, die wichtig sind für Frauen von heute und für Frauen in der Kirche. Diesen Themen wollen wir uns stellen und diese Themen wollen wir aktiv ins Leben der Kirche und in den neu begonnenen Dialogprozess unserer katholischen Kirche einbringen. Dabei sind wir uns bewusst, dass einiges Frauen an den Rand ihrer Loyalität bringen könnte, wenn sie merken, dass diese Themen weiterhin nicht beachtet werden. Es gibt diesen Dialogprozess und du, Marlies, bist ja mittendrin und dabei. Ja, im Dialogprozess, auf dem ich war in Mannheim mit den Bischöfen und den vielen anderen Delegierten, war ein wichtiges Thema der Auftaktveranstaltung der Wunsch nach einer Pastoral der Barmherzigkeit. Und das betrifft alle Bereiche der Einzelthemen. Das geht von dem Thema Ökumene über den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen bis hin zum Diakonat der Frau und Fragen der christlichen Sexualethik. Wenn diese Themen gebetsmühlenartig klingen, so wie uns das gelegentlich von rechten Internetforen vorgeworfen wird, dann wohl nur, weil sie nie zu Ende diskutiert worden sind und weil sich da nie wirklich etwas bewegt hat, so dass wir es erkennen könnten. Darum bleiben wir an diesen Themen dran und wichtig ist uns dabei, den Alltag und den Glauben miteinander in Einklang zu bringen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Ja, und dieser Dialogprozess wird auch bei uns im eigenen Bistum umgesetzt. Die große pastorale Perspektive 2014 versteht sich ja als ein religiöser Weg und nicht nur als Strukturveränderung. Auch hier sind wir beim Stichwort pastorale Orte und Gelegenheiten voll mit dabei. Pastorale Orte und Gelegenheiten, eine Idee des Bistums, wie neben den normalen Strukturen es möglich sein kann, Gott zu erleben. Wir haben das erlebt und es war ein genialer Tag in Balve, in der Balver Höhle und zuvor an 30 verschiedenen Orten, an denen Frauen erlebt haben, wo ihr Glaube zur Sprache kommt. Und wir haben die Gottesfrage gestellt in der Bäckerei, in der Geburtsstation, wir haben sie gestellt im Kino oder eben auch beim Bestatter. Zu schauen, was bietet mir der Glaube da? Das könnte ein Weg sein, in die Zukunft zu schauen. Unsere Wegbegleitung in die großen pastoralen Räume soll beides verwirklichen. Sowohl die bleibende Ortsnähe als auch eine ganz kreative Weite und Vernetzung im großen pastoralen Raum. Das würden wir uns wünschen, denn dann, das schafft Mitdenken in größeren Ebenen und Zusammenhängen. Manche Mitglieder unseres Verbandes und viele in den Kirchengemeinden haben auch Angst davor, dass Gewohntes zerbricht, dass Wege weiter werden. Darum ist es uns wichtig, dass wir gut miteinander verbunden bleiben, in verschiedenen Medien, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber damit es gelingt, haben wir für Sie parat eine Möglichkeit, den Raum miteinander zu bewohnen, ein Konzept zu gestalten, wie Sie sich als KfD-Gemeinschaft im großen Raum wohlfühlen und gleichzeitig Motor sein können, wie da etwas zusammenwächst und die Gottesfrage weiterhin lebendig gehalten werden kann. Vieles mehr finden Sie in unserem Bildungsprogramm. Fordern Sie es gern an, es liegt für Sie im Diözesanbüro bereit und Sie können es dort abrufen. Wir wünschen uns einen kraftvollen Weg, einen gemeinschaftlichen Weg und einen Weg unter Gottes Segen, dass es wirklich gelingt, miteinander diese Zukunft zu gestalten. Und mir liegt noch am Herzen, Ihnen, liebe Frauen, von ganzem Herzen Danke zu sagen. Danke für all Ihren Einsatz vor Ort. Und ich hoffe, dass wir zusammen auch den Weg weitergehen können. Und ich hoffe auf ein mutmachendes Miteinander. In diesem Sinne, alles Gute und Gottes Segen von uns beiden aus Paderborn.